Uplay Online präsentiert uns heute YouTubers Live. Mal ganz kurz noch ein bisschen was vorweg. Ich bin gerade eben, habe hier gerade noch meine hübsche Angina noch im Hals, also im Hals eher. Und ich habe jetzt gerade noch so eine Lutschtablette noch zu mir genommen. Ich hoffe, dass sie hilft, dass ich jetzt hier so alles schön moderieren kann. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas hinten reinschmeiße, aber eigentlich ist da noch eine Musik dabei. Allerdings weiß ich nicht, ob ich die verwenden darf. Deswegen, was machen wir noch ohne Musik? Damit ein herzliches Willkommen zu YouTubers Live. Und was wird denn überhaupt YouTubers Live sein? Das steckt ja schon so ein bisschen am Namen drin, würde ich doch schon glatt behaupten. Und der werte Herr hier zeigt es uns auch schon, wie man das macht. Also, wir sehen uns gleich nach dem Intro. So, ich bin wieder zurück und heute kann ich nicht so viel reden, ne, wegen meiner Krankheit, wisst ihr. In YouTubers Live haben wir ein Live von einem YouTuber. So. Das war's und mehr weiß ich auch nicht. Also wir klicken einfach mal auf ein neues Spiel. Ich hebe selber keine Ahnung. Okay, ich habe schon mal eine mega coole Kamerafahrt. Es ist da drüben ist die Erde und das hier bin ich, oder wie? Ich habe es endlich geschafft. Ich bin der beliebteste YouTuber. Aha. Ich verwalte mein eigenes Netzwerk. Es war ein schwieriger Weg bis dahin. Ah, okay. Gerade noch so ein kleiner Einführungsfilm oder so. Das ist meine Geschichte. Punkt, Punkt, Punkt. Ah, wir dürfen jetzt die Geschichte spielen sozusagen. Cool. Okay, sind wir ein Mann oder eine Frau? Ich würde sagen, wir sind erstmal ein Mann. Hautfarbe. Tut mir immer sehr, sehr schwer. Ich muss so rosa, würde man sagen, so. Wäre glatzköpfig. Oder habe ich eher so ein. Ich will dann hier. Ach, guck mal. Nee, halt. So gewählt mir noch nicht. Kann ich mir dann hier auch nicht. Ja, so der Schapka. Der juckt das darunter eh nicht mehr. So ein Russenhut halt. Also Russenhut wäre jetzt falsch, aber es wäre halt eine Schapka. Sagt man so zumindest auf Russisch, deswegen juckt das unten drunter eigentlich eher relativ wenig. Wir können ja so einen richtigen Akku-Russen machen, so kommt das zumindest für mich gerade rüber. Wir machen dann jetzt weiter. Ja, keine so. Nee. Ich glaube, das passt schon ganz gut. Können wir so ein Bärtchen machen? Tag. So ein lila Bärtchen? Nee, oder? Ich habe gar keinen Bart, oder? Ja. Denke ich jetzt auch. So, Kleidung. Da können wir uns anscheinend noch sehr viel freispielen. Okay. So, was haben wir denn hier? Gibt es denn hier nicht so was Pelziges? Na gut, dann nehmen wir halt eben das hier. Das sieht noch so am meisten trendy aus. So. Ja, das sieht doch aus als, boah, das sieht doch aus wie ausgebrochen. Aus dem Ghetto. So. Können wir da denn nicht noch die Farbe ändern? Na gut. So, Schuhe. Unsere trendy Sneaker hier. Ich fühle mich hier schon wie auf Red. Oder so. Ja, so gut, das sieht aus wie Skischuhe. Muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Ja, das sieht doch. Das passt doch noch am ehesten. Nee, also sowas tue ich mir nicht an. Nee, wir sind kein Harry Potter von Harry Potter. Harry Potter. Man sagt nicht Harry Potter, sondern wir sagen Harry Potter. So, wir gehen weiter. Sind wir ein Superstar? Du bist der Meister der Videos und dein einziges Ziel ist, je mehr und mehr zu machen. Jeder Like und Abonnent zählt. Nein.
Habgierig! Deine Fixierung auf Geld ist nichts Neues. Du bist ein Wirtschaftsexperte und du weißt, wie man mit Videos Geld macht. Gesellig! Du liebst es, neue Menschen kennenzulernen und in Gesellschaft und Geselligkeit zu leben. Neue Freunde zu treffen ist dein Lieblingshobby und eine unendliche Kontaktliste ist dein Ziel. Was? Als Game hat man Freunde? Das ist mir jetzt neu. Deswegen nein. Dich können wir das nicht was andere denken. Zu lernen und neue Dinge zu erlernen macht dir Spaß und ist einfach. Du bewusst dich dann für dein Studium. Okay. Gibt es etwas Wichtigeres als Ruhm und Popularität? Du willst Spaß haben und ohne Sorgen. Also habe eine schnelle Zeit. Na schön. Dein Liebestraum ist es eine besondere Person zu finden? Nein, also romantisch definitiv nicht. Wir machen Genie. Sind Genie, definitiv. Okay, was machen wir denn jetzt? Gaming? Also ich weiß nicht. In Russland Gaming, da brüllt er ja die ganze Zeit rum. Musik würde mir eine ganze Zeit Kalinka vorsingen und ich will nicht, dass in jedem einzelnen Gericht ein bisschen Wodka reinlandet. Ich entscheide mich also mal für Gaming. Wir sind ja gerade auch hier auf dem Gaming-Channel. Also von dem würde ich mal sagen, starten wir mal mit Gaming, oder? Weil Gaming habe ich mir schon mal angeschaut auf YouTube. Deswegen war es vielleicht auch interessant, mal Musik und Kochen neu zu lernen. Naja, wir machen nochmal Gaming. Mein Name ist Sahne Schau. Ne, Sahne Schau. Kennst du vielleicht? Achso, mein Name ist mein Name ist Sergei mein Name ist Sergei einfach, so passt. Und mein Name des Kanals ist die Sahne Schau. Der Name meines Kanals ist die Sahne Schau. Wir sind Sergei und wir haben die Sahne Schau, ne? Zwinker. Jetzt fehlt nur noch eine Katze. Gut, dann können wir laden. Können wir uns übrigens eine Katze anschaffen? Das zielt immer. Ey, da werden uns die Abonnenten durch die Decke fliegen. So, boah, Stimme bleibt noch da. Wir sind nur noch 13 Minuten. In diesem Raum begann ich mit meinen ersten Videoaufnahmen. Ich war gerade mit meiner Mutter hierher gezogen und hatte auch nicht viele Freunde in der Nähe. Schauen wir uns die ersten Dinge einmal genauer an. Wurf einen Blick durch dieses Zimmer, bevor du lernst, die Nummer 1 in YouTubers Live zu werden. Du kannst deine Maus und deine Tastatur okay. Portiere. Eins müssen wir das als sie machen. In diesem Tag hatte ich viel Spaß mit den Spielen, die ich in diesem Regal hatte. Da sind aber gar keine drin. Geh zu dem blinkenden Regal, Spiel auswählen. Okay, wir haben Empire Planet. Ist jetzt nicht so der Mega-Burner. Also, Moment, was ist das? Dieses Spiel ist nicht angesagt. Du solltest dir ein neues Spiel suchen. Oder glaubst du, du bist gut genug, um es wieder angesagt zu machen? Schaffst du es, kann es ein großer Erfolg werden. Okay. Ein interessantes und originelles Wiss. Spiel, aber nicht gut genug, um ein Hit zu werden. Na schön. Muss ich mich mal ganz kurz hinter meiner Hand räuspern. Klicke auf das Fragezeichen und wähle Gameplay aus und klicke danach Video starten. Gameplay. Achso, wir machen jetzt ein Gameplay darüber. Dann starten wir ein Video. Jetzt komme ich rein. Also wir haben nur einen Arbeitsplatz. Wir haben keine Videoauflösung. Wir haben eine niedrige Auflösung. Ich glaube, das zieht uns dann eine Energie ab. Und was das hier ist, keine Ahnung. Kein Filter. Mono-Ausgabe. Verbrauchleistung 11 Renderpunkte. Na schön. Das heißt, es ist jetzt so, okay. In dieser Phase stehen dir verschiedene Herausforderungen bevor. Du musst die Karten mit den darunter angezeigten Fähigkeitspunkten verwenden. Beachte dabei jedoch die Situation, die unter jedem Videoclip gezeigt wird. Okay, ein Spieltutorial. Da machen wir einen mörderischen Blick. Okay, es geht weiter zum Spielintro. Da machen wir einen lustigen Kommentar. Okay, ich hoffe, das wird so hinhauen. So, wir haben jetzt diese zwei Teile, die müssen wir jetzt irgendwie aneinander schnippeln. Dann würde ich einfach sagen, dat und dat da. Ne, da haben wir hier grün. Können wir auch hier so
dauert das 1,8 Stunden, um das zu rendern und 1,6 Stunden, um das hochzuladen. Okay, das Interesse ist schon groß. Neues Level, sehr gut. Das scheint zu laufen. Hochladen. Ich bin immer über die Zeit, die man für das Hochladen eines Videos braucht, verärgert. Aber ich sage es dir, die Aufrufe, die Abonnentenzahl und das einfließende Geld zu beachten, ist großartig. Außerdem gibt es immer Kommentare, die mir helfen zu sehen, ob meine Videos wirklich gut sind. Ach, wir haben jetzt auch hier Kommentare, geil. Ich musste jeden Monat... Ah, wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Du musst jeden Monat einen Test schreiben, also musste ich lernen. Oh, jetzt kommt ein Schnupfen oder was. Wenn ich diesen bestanden hatte, erhielt ich eine Belohnung, aber wenn ich durchgefallen war, hatte mich meine Mutter bestraft. Studentenleben. Um in die Schule zu gehen, musste ich einfach nur aus der Tür hinausgehen. Aha, also gehe ich jetzt hier drauf, oder wie? Hallo? Hallo? Ah. Hm? Lernen. So, gut, dann gehen wir mal ganz ins Land, das ist aber auch wichtig. So, die schnöde Mutti hängt hier rum und putzt sich alles. Ich kann überprüfen, ob ich für den Test bereit bin, indem ich auf den Kalender in meinem Handy schaue. Aber zur Schule zu gehen und gute Noten zu bekommen, ist nicht alles im Leben. Manchmal gehe ich auch einkaufen und überprüfe neue Veröffentlichungen von Spielen und Konsolen. Aha. Ich muss mein Zuhause zum Einkaufen nicht verlassen. Online-Bestellungen sind eine einfache und schnelle Art, um Dinge zu bekommen. Okay. Finde einen PC, um Einkaufsalbum zu kaufen. Wie mache ich das jetzt? Hallo, Einkauf. So, wir können es in Amazing On. Ah ja, okay. Es waren früher allerdings nur 3 Läden verfügbar. Die übrigen wurden mit der Zeit eröffnet. Ich konnte einen von den Läden besuchen oder auf das Kreuz klicken, um den Einkauf zu beenden. In Amazing On können wir ein paar tolle Spiele suchen. Allerdings sind die entweder nicht so gut, nicht so der mega Burner, oder es ist hier nicht so angesagt. Das ist eher so was Action-mäßiges. Das sieht doch so an. So, habe ich mir jetzt einfach mal gegönnt. Ich habe bereits mit den Grundelementen der Herstellung von Videos vertraut. Mir war gar nicht bewusst, dass der Anfang schwer sein würde, aber ich hatte mich dazu entschlossen, ein YouTuber zu werden und niemand könnte mich stoppen. Ich würde es schaffen. Okay, da ist unser Spiel da oder wie auch immer. Ja, da ist es. So, essen müssen wir noch nicht. Ja, damit haben wir schon so ein bisschen Geld verdient tatsächlich. Kann ich jetzt hier irgendwie sehen? Aha, 10 Likes. 0 Dislikes, cool. Man kann ein Video nicht echt verbessern, wenn man es nachbearbeitet, so wie du es das gemacht hast. Haha, das Video ist toll, cool. Der beste Teil des Videos ist das Skript. Empire Planet 2 Gameplay-Videos sind noch nicht so verbreitet. Gut für dich. Okay. Sagen dann, hauen wir gleich das nächste Spiel raus. Und zwar hauen wir jetzt dieses Spiel raus und zwar machen wir dazu ein Gameplay. Genau, das alles. Zack. Das hauen wir raus. Okay, wir haben anscheinend schon 13 Abonnenten. Oh, wenn das bloß so einfach gehen würde, Mann. Wir machen einen mörderischen Blick. Gut, war das jetzt eigentlich nicht so gut, glaube ich. Leider bin ich schon mit Hinweis. Einen sinnlosen Kommentar. Okay. Dann hauen wir einmal. Das ist mal schön doof. So, Interesse. Spiel 100. Wow, neuer Rekord. Cool. So, hochladen bitte. Glückwunsch, hast du Level 2 erreicht. Wenn du ein weiteres Level aufsteigst, und kannst du neue Ausdauerpunkte, Skills, Videos und weitere Objekte im Laden freischalten. Klicke auf den Erfahrungsbalken, wenn du die freigeschalteten ausführlich sehen möchtest. Okay. Also es tut mir gerade leid, dass ich jetzt nicht vielleicht so auf Heidi hier rumhopse. Aber ich bin halt krank, ne? So, wir knacken mal eine Runde. Dann gehen wir mal lernen.
Erinnert auch so ein bisschen an Sims, ne? So. Jetzt geht er mal ganz kurz zum Laden. Okay, wir haben, also ein Dislike haben wir tatsächlich. Wundervoll abgefahren, das macht mich emotional. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich schaue es mir noch einmal an. Na schön, also wenn das unser einziger Hate-Kommentar ist, sind wir noch gut davon gekommen. Yay! Kann ich mal bitte... Ach ja, hier. Ach, hier ist mein Handy. Kalender. Prüfungsdatum. Vorbereitung für die Prüfung. Okay, wir sind es immer so ein bisschen. Also wir sind immer noch im gelben Bereich. Ist jetzt nicht so das Beste, aber immerhin nur ein bisschen. Info. Ha, okay, also wir können jetzt auch unseren PC tatsächlich aufrüsten, oder wie? Gut, wir haben nur 40 Dollar. Wir könnten uns schon mal so ein... Kaufen uns mal ein besseres Mikrofon. Mal ganz ehrlich, das brauchen wir. Okay, bald kommt ein Paketzustellung. Oh ne, die Mutti kommt rein. Na gut, mir egal, wir machen erstmal ein Gameplay nochmal dazu. Bevor das Video versinkt. Fortsetzen. Ja. So, die Mutti wartet, muss jetzt nochmal warten, bis wir hier erstmal das Video erstellt haben. Toll, jetzt steht die Mutti da hinten rum. Das ist ja mal ganz super. So, wir haben noch 4 Punkte zu vergeben. Oder wie? Ah ne, wir haben 8. Gut, dann machen wir einen ersten Kommentar. Ich meine, das hat am meisten gegeben und es scheint auch ganz gut angekommen zu sein. So, wir haben jetzt noch 3. Machen wir noch einen mörderischen Blick hinterher. Sehr gut. Das Spiel hängt sich auf. So, das machen wir das alles zusammenschnippeln. Hat sogar relativ gut funktioniert. So, rendern. Das Spiel ist wieder mal bei 100. Alter, wir steigen gerade überall auf. Wuhu! Hochladen. Ja, wie viele Minuten sind wir? 17 Minuten. Die Schule hat angerufen und mir gesagt, dass du schon eine Menge der Woche verpasst hast. Lass dich mal wieder mal in der Ecke stehen und lerne mehr. Okay, ich wollte sowieso gehen. Lernen. So, wir gehen mal mehr lernen. So, irgendwann mal mitten in der Nacht gehen wir mal ganz kurz lernen. So, danach können sie gleich wieder essen gehen. Und danach erstmal knacken. So, das lädt immer noch hoch, toll. Oh, der ist nur 10 Jahre. So. Mutti, ich bin gar nicht da, gebe ja nicht mein Zimmer. Ansonsten wird Sergei Bose. Sergei, anlässlich deiner 100 Abonnenten möchten wir dich auf YouTube willkommen heißen. Du hast eine E-Mail erhalten. Weiterlesen. Und deine Geschenkkarte über 15 Dollar schenken, damit du ein wenig in Werbung investieren oder bei einem beliebigen Online-Shop einkaufen kannst. Wir wünschen dir viel Glück und ermutigen dich dazu, weiter Inhalte für die Plattform zu erstellen. 15 Dollar, wuhu! Nicht schlecht, Herr Specht. So, gleich mal. Guck mal, das geht auch durch die Decke. Hey. Wenn sie das doch die ganzen Leute so arg wünschen, dann können wir das auch gerne noch ein drittes Mal spielen. So, niedrige Auflösung, Mikrofon, kein Filter. So, wir haben immerhin schon eine Stereo-Ausgabe. Okay. So, weiter. Also ich schätze, wir sind jetzt schon mal ein bisschen besser mit unserem neuen tollen Mikrofon, dass wir uns jetzt hier winkende Begrüßung. Hallo. Hallo, Freunde, und willkommen zu meinen Computer-Hacks. So, dann machen wir einen lustigen Kommentar. Ha, 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 witzig, witzig. So, jetzt steht die Mutti wieder hinten im Bild. Toll. Jetzt einen professionellen Kommentar. Dann tust du Eisstiel mit anderen verkleben und hast eine tolle Halterung gebaut. So, haben wir es jetzt. Hey, das passt ja fast perfekt. So, rendern. Wuhu!
ist ja mal mega. Also, ne, wir werden langsam schon besser. Hochladen. Zack. So, oh ne, jetzt kommt eine Olle daher oder was. Hi, Sager, ich möchte ein Gameplay-Video machen, aber weiß aber leider nicht, wie ich es aufnehmen oder bearbeiten soll. Könntest du mir... Okay, sie will, dass wir ein Spiel veröffentlichen. Na schön. Aber wir gerne das mal lernen. Man muss auch sein. Damit die Mutti nicht böse wird. Wie ist der? So, lernen. Ein Follower bitte dich um deinen Mitseason zu einem Fach. Ein Follower bitte dich um deine Notizen zu einem Fach, das du vor langer Zeit belegt hast. Er bietet dir $50 dafür. Bitte sehr. Danke, war schön. Öffnen. So, okay, wir haben jetzt das schon mal. So, jetzt müssen wir noch mal jetzt so schauen, dass wir ja nicht das Prüfungsdatum vernachlässigen. Warum sind wir denn noch so schlecht? So, also wir müssen jetzt nochmal für die Olle ein Gameplay-Video zu diesem neuen Teil machen. Hier ist ja auch gar nicht so schlecht. So, Video starten. Kein Filter, starten. Ich mache mal 15, 20 Minuten, das muss eigentlich passen. Weil wir kaufen uns dann natürlich nochmal ein bisschen mehr Equipment. Und vielleicht spreche ich sogar mal in Vorproduktionsphase rein. Ich weiß noch nicht, was ich aus dem Spiel hier mache. Wegen der Begrüßung. Hi, Freunde. Weiß ich noch nicht, was ich aus dem Spiel mache. Bis es als Let's Play kommen wird, ob das jetzt einfach nur so jetzt mal hier für zwischendurch ist. So, einen ernsten Kommentar. Und dann können wir jetzt noch eine fröhliche Äußerung machen. So, und da muss ich jetzt eigentlich auch schon mal ganz kurz cutten. So, da bin ich gerade schon wieder aus dem Cut zurück und bin jetzt hier wieder im Cut sozusagen. So. Naja, ist jetzt nicht so Cielo vom Seeck. Ne? Aber geht nicht anders. So, rendern. So. Das geht. Das sieht gut. Hä? Moment mal, wir haben... Sehr gut, du hast einen Telegram-Punkt erhalten. Jedes Mal, wenn du ein Level ausschlägst, bekommst du einen Punkt, den du zum Verbessern unentdeckt neue Arten von Videos investieren kannst. Komm, benutze deinen neuen Testpunkt. Okay, wir haben Level ab. Wir haben aber nicht ernsthaft schon 1000 Abonnenten. Das haben mich wieder ein paar deabonniert. Wuhu, freue mich. Wir kaufen uns nochmal jetzt zum Schluss nochmal was Neues. Ich werde warten, bis das Video hochgeladen ist. Okay, muss mal warten. Lernen. Ah, wir können das auch bewerben. Ach so. Lass mal ein bisschen knacken und dann müssen wir was essen. Damit wir ja nicht hier verhungern. So, Sergi, gehen wir ein bisschen schlafen. Schlaf. Danke, dass du das Video hochgeladen hast, Sergei. Ich werde all meinen Freunden erzählen, wie gut du darin bist. Danke. Wo wir schon dabei sind, wusstest du, dass ein paar Wochen eine sehr wichtige Spielmesse ist. Du kannst dich dort mit anderen YouTubern treffen und etwas bekannter werden. Allerdings kostet das Ticket $100. Besorge dir das Geld und wir gehen zusammen hin. Gerüchten zufolge gibt es dort auch ein paar Sonderausgaben von manchen Konsolen. Aha. Willst du dich unterhalten? Nein. Geh bitte weg. So, Aufgabe abschauen. Okay, wir müssen jetzt auf die Messe oder was? Willst du dich unterhalten? Nein, Lukas. Ich weiß, dass du alleine bist, aber ich will mich trotzdem nicht mit dir unterhalten. Jetzt werden wir auf einmal random von dieser Mutti gedrückt. Was ist jetzt schon wieder los? Du hast eine ganze Menge diese Woche gelernt. Herzlichen Glückwunsch. Mach weiter so. Yay. Jetzt geh bitte aus meinem Zimmer. Ah, guck mal, wir sind schon mal so in einem halbwegs grünen Bereich. So, aufrüsten. Und wir verdienen schon tatsächlich Geld mit dem Zeug. Okay. Kaufen uns mal. Was können wir uns denn noch kaufen? Noch eine neue Cam. Vielleicht so einen Monitor. Kostet mich halt 1990 Ocken, aber. Okay, am 10. Februar oder was? Also ich weiß es noch nicht. Also das war es auf alle Fälle mal mit YouTubers Live.
Ich würde sagen, wir sehen das dann in der nächsten Folge wieder. Vielleicht. Also ich weiß noch nicht, was es ist, ne? Aber guck mal, wir haben uns jetzt hier schon was richtig Schönes zusammengeschruft hier, oder? Finde ich. Also ich finde es schön. So, also ich würde sagen, bis zur nächsten Folge von Judo's Live vielleicht. Ich überlege mal noch, ob das nur eine letzte gute Bewertung war. Aber ihr könnt auf jeden Fall schon mal eine Bewertung da lassen, ne? Ciao, ciao.